Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Wie ihr seht, es ist wieder Zeit für alle gegen einen, diesmal gegen die Marke alle. Und ja, in der Vergangenheit war es ja so in den Markenduellen oder überhaupt in diesen ganzen Duellformaten, dass wir das ein oder andere Duell vielleicht ja ein bisschen außer Acht gelassen haben, ein bisschen aus dem Sinn war. Und wir haben ja wirklich eine gute, kompetente Community, die uns immer wieder darauf hinweist, hey, das eine oder andere Duell hätte man vielleicht auch machen können. Und das wollen wir heute tatsächlich ein bisschen nachholen, dass wir eure Vorschläge heute so ein bisschen in die Tat umsetzen. Bevor ich auf die einzelnen Duelle eingehe und warum und wieso das Duell auf jeden Fall auch Sinn macht, wo ihr uns auf jeden Fall damit erleuchtet habt, erstmal ja, die Begrüßung an alle, die heute mit dabei sind. Natürlich ist dabei der Andi, Timix, Rauschi, Acid, Beta Effect, der Lolol, Lukas, Bluto, Supernoob, Scrax Gaming und nur 24 Stunden Racer. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Moin. Hallo. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir die Duelle mal ganz kurz durch. Und zwar, wir beginnen mit BMW i8 gegen Audi R8. Ja, gleich schon mal im Namen, beide haben eine 8. Aber tatsächlich war der Vorschlag mehrfach in den Kommentaren bei unserem, glaube ich, mit unter anderem ersten Markenduell, nämlich BMW gegen Audi oder Audi gegen BMW, wo viele gesagt haben, hey, es fehlt doch einfach das absolute Spitzenduell dieser beiden Marken, ne? Diese beiden Sportwagen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum wir die irgendwie vergessen haben, aber jetzt holen wir das auf jeden Fall nach. Das ist auch, finde ich, das Cover-Duell. Das ist das ausgewogenste Duell wahrscheinlich, was wir jetzt hier gleich haben werden. Ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Pilotiert ist das Ganze heute von nur 24-Stunden-Racer und Timix. Wir machen weiter im Text. Und zwar, wir hatten mal ein Alle gegen Jaguar. Und da wurde auch eben vorgeschlagen, dass der E-Type doch eigentlich auch ein prima Duellpartner hätte, nämlich den Eagle Speedster. Der Eagle Speedster basiert nämlich mehr oder weniger auf dem E-Type. Gut, vom Jahr sind sie jetzt nicht ganz gleich, weil der ist ein bisschen moderner, man mag es kaum glauben, aber weil die einfach aufeinander basieren, finde ich das auch eine coole Sache, ne? Wie schlägt sich eben so diese etwas neuere, verbesserte Version zu seinem Ursprung? Hier pilotiert den E-Type Rauschi und den Speedster der Scrax. Dann weiter im Text. Hier haben wir natürlich auch ein Duell. Ich glaube, das war bei Ferrari gegen McLaren, wenn ich mich nicht täusche, wurde das vorgeschlagen. Ja, hat auch schon ziemlich ein paar Upvotes bekommen. Und das war, auf den ersten Blick denkt man so, hä, das gibt doch gar keinen Sinn hier, der Superfast gegen den Senna. Aber man muss einfach hier dazu sagen, und das ist auch völlig logisch eigentlich, beide haben exakt 800 PS, beide haben Hinterradantrieb und sie sind auch relativ moderne Vertreter in ihrer Marke. Und deswegen finde ich, das ist eine interessante Geschichte. Also ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber ja, so viele Parallelen, das verdient auf jeden Fall ein Duell. Pilotiert werden die Fahrzeuge der Ferrari von Lukas und der McLaren von Beta Effect. Ja, weiter im Text. Nächstes Duell, es geht spannend weiter. Und das Duell sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Natürlich, ich glaube, auch hier kam der Vorschlag bei Ferrari gegen McLaren. Ja, wir haben den McLaren F1 GT gegen den F50 GT. Beide, ja, Rennboliden. Die damals in der GT1-Klasse so unterwegs waren. Gut, das eine ist jetzt hier Straßen zugelassen, das andere nicht, tut nichts zur Sache. Ich denke einfach, dass der F1, das ist ja wieder Rennwagen, das passt schon so. Und wir sind ja schlau, wir haben natürlich die Reifenmischung wieder angepasst. Der F1 jetzt hier eben auch mit den Slick-Reifen unterwegs und deswegen ist das ein faires Duell. Ich glaube, wir haben das damals mit den Reifen einfach übersehen und deswegen kam das Duell einfach irgendwie nicht zustande. Aber, wie schon gesagt, dank euch können wir das Ganze jetzt nachholen. Ja, nächstes Duell bei alle gegen alle ist natürlich, ne, das war, glaube ich, eines der meist geforderten Duelle bei Ferrari gegen Lamborghini. Das hatten wir ja erst letztens bei den Duellen. Warum nicht die beiden Masterclass-Fahrzeuge der beiden Marke, LaFerrari gegen Veneno? Ja, das ist auf jeden Fall absolut gerechtfertigt. Auch hier wieder, manchmal frage ich mich echt, also man fühlt sich ein bisschen schlecht heute erst im ersten Moment. Warum haben wir das vergessen? Aber wir holen das heute alles nach. Ja, hier habe ich gerade noch vergessen, wer die beiden pilotiert. Also der F1 fährt Supernoob und Pluto fährt den F50. Und hier bei dem Duell fährt der Veneno der Acid und LaFerrari fährt der Andy. Ja, nächstes Duell. Hier bei alle gegen alle haben wir den wieder der Vorschlag kam bei Ferrari gegen Lamborghini und jetzt fragt man sich, hä, warum nochmal und jetzt aber doch mit verschiedenen Lambos? Ganz einfach, der Centenario ist doch ein bisschen krasser als der Veneno und da kam der Vorschlag, ich habe mich echt erstmal ein bisschen dagegen gesträubt, es kam halt der Vorschlag, damit der LaFerrari eine Chance hat gegen den Centenario,
den dann vielleicht ein bisschen zu tunen, also den LaFerrari. Und ich hatte ja einen ganz guten Draht zu PXH, zur PXH-Tuning-Schmiede. Und wir haben ja hier diesen PXH Evolution Edition. Und vor allem von der Farbgebung dachte ich gleich so, hey, so dunkel mit gelben Akzenten, das passt ja irgendwie zusammen. Und deswegen haben wir auch dieses Duell nochmal mit reingeholt. Also wie gesagt, ist jetzt ein bisschen eine Ausnahme tatsächlich. Aber ich finde einfach, der Vorschlag war eigentlich nicht so dumm. Einfach ein bisschen eine LaFerrari mit ein bisschen mehr Power. Dann hat er auch, glaube ich, eine Chance gegen den Centenario. Pilotiert hier die Fahrzeuge, den Centenario von der Lolol und natürlich eine PXH Edition, da lasse ich es mir nicht nehmen, die selber auszufahren. Wer im Übrigen da kleine Werbung an der Stelle sehen will, wo ich den im Let's Play ausgefahren bin, das war Let's Play Folge 100. So, ja, ich würde sagen, das zur Vorstellung, das zur Begründung. Ich glaube, das könnte spannender werden als jemals. Ich glaube, alle gewinnt heute. Aber ich glaube, die Marke alle dürfte dem nichts nachstehen heute. So oder so, wir beginnen jetzt mit dem Track Race. Das muss ich nur ganz kurz, glaube ich, mal hier wegfahren und wieder reinfahren. Ah, nee, doch, da vorne ist es. Perfekt. Und dann schauen wir mal gleich, wie das erste Duell ausgeht. Jani, ich weiß nicht, wie ist es dir denn ergangen? Ich habe ja gerade gesagt, also ich habe mich, wenn ich als die Kommentare gelesen habe, manchmal fühlt man sich schon schlecht, weil man denkt so, oh, fuck, das Duell habe ich jetzt echt verpasst. Aber wir versuchen schon immer alle Duelle, die Sinn machen, mitzunehmen. Baujahr soll ähnlich sein, also sie sollen wirklich aus derselben Epoche sein, sollen doch relativ fair sein vom Leistungsindex her und so weiter. Ja, manchmal übersieht man es halt, ne? Aber dann ist man dankbar, dass man so eine Community hat einfach. Oder was meinst du? Ja, im Regelfall schon. Also es sind wirklich immer sehr gute Vorschläge dabei. Manchmal denkt man sich halt echt im ersten Moment immer wieder so, okay, wie genau, warum? Das funktioniert auch so gar nicht. Aber wenn dann eben solche einwandfreien, lückenlosen Bedingungen, wie eben beim Senna gegen 812 genannt werden, dann ja, denkst du halt nochmal von einer anderen Sichtweise drüber. Genau, manchmal gehen wir einfach zu stupide ran. Wir gucken nur aufs Jahr, wir gucken nur irgendwie auf das oder jenes, aber man muss auch mal an andere Eckdaten denken, wo die einfach parallel sind und deswegen sehr geil. Ja. Und ja, das wäre, also ich versuche aus der Folge möglichst viel mitzunehmen, damit ich das in den zukünftigen Duellen natürlich auch vielleicht ein bisschen besser bearbeiten kann. Ja, dass wir vielleicht gar nicht eure Kommentare brauchen, dass ihr sogar sagt so, boah, geil, da gibt's, bleiben keine Wünsche offen, das wäre natürlich der Idealfall. Wir sehen Track auch, Race. Es ist ein sehr enges Feld, also... Ja, das stimmt. Da kann jetzt sehr viel passieren, potenziell. Ich glaube, da könnte sogar, normalerweise ist ja bei den Duellen, das tritt ja immer der eine gegen den anderen an, aber ich glaube, heute könnte er wirklich, also es ist wirklich alle gegen alle, ich glaube, jeder könnte gegen jeden antreten und auch gewinnen. Also ja. Ich glaube, ich gewinne das Track Race. Ja, das ist knapp, ey. Ja. Fuck, ey. Ey, krass. Jetzt können die Netzwerksynchronisation nochmal das ganze Ergebnis verändern. Boah. Ah, nee, es ist geblieben. Bitte. Es ist geblieben bei mir. Habe ich einen geXboxt? Ach, schade. Ja, aber guck mal, Rauschi. Guck mal, ich habe 9,17 hinten, du 9,74. Wie knapp das ist. Ne? Wenn man das da mal auf die knapp, Zehntel und Hundertstel achtet. Also, geil. Also, ich habe richtig Bock auf die Folge. Ich glaube, das könnte die spannendste Duellfolge ever werden. So, ja, ich würde sagen, klar, wir haben das Endergebnis gesehen, wir wollen das aber noch ein bisschen ausgedröselt sehen, denn wir wollen natürlich wissen, wie viele Punkte hat denn das Team alle bekommen und wie viel natürlich die Marke alle bekommen, wie es auch dasteht. Ne? Es gibt ja, ist ja auch eine Teamentscheidung oder eine Markenentscheidung. Wenn wir schon bei diesem Alle-gegen-einen-Format unterwegs sind, soll es ja nicht um die einzelnen Duelle gehen. Und ja, da schauen wir jetzt mal drauf. Ja, guck mal an, unentschieden steht es erstmal. Also, das wird doch echt eine spannende Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt im nächsten Duell, ich mache ja immer den Spaß, ne, Track Race mit Kurven kommt ja jetzt, also ein Sprintrennen, dass sogar vielleicht die Duelle dann gleich wieder komplett ausgeglichen sind. Das heißt, die jetzt 0 Punkte haben, gleich 1 Punkt haben. Und dann steht es hier 6-6. Also würde mich nicht wundern. Ja? Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber ja, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt. Könnte eine spannende Geschichte werden. Wir kommen zur Edinburgh Stadtzentrum Sprintstrecke. Und jetzt nicht vergessen, Leute, wir stellen, oder die Duellpartner besser gesagt, stellen sich immer nebeneinander auf. Es sollen ja faire Bedingungen sein. Und ich glaube, hier kann wirklich jeder Meter entscheiden. Deswegen der weiter vorne steht, der bleibt stehen und der andere rückt dann einfach auf. Ach, ich will der Lolol verwirren. Na, du gehst unter, in meinem Design gehst du unter.
bin echt gestimmt. Man sieht eigentlich nur den Gentleman. Das ist interessant. Okay. Wie viel machen wir? Machen wir 20. 3, 2, 1, go! Ja, und tschüss. Ja, so einen Start hätte ich gerade mal gebraucht. Ja, aber du fährst halt auch nur in Anführungszeichen gegen den Veneno. Wenn ich halt hier wirklich gegen den Centenario aushalten muss, deswegen. Ja, das Ding ist halt. Dieses leichte Tuning ist schon gut. Beim Drag Race ist mir beim Start tatsächlich leicht abgesorgt. Wenn ich die Drehzahl kontrollieren kann, wie man gerade gesehen hat, dann startet der fabulös tatsächlich. Mhm. Wäre vielleicht das Drag Race auch ein bisschen anders ausgegangen, aber naja, machst du nix. Ich beobachte das halt mal ein bisschen von hinten, gell? Also, nein, ich beobachte es eigentlich nicht, weil es schon um die nächste Kurve rum ist. Du meinst mit deinem Partner? Scheiße, ich doch meinen. Naja, der ist leider auch weg. Ja, leichtes Untersteuern hat er. In den Engkurven hier. Oder Ferrari. Ja. Das ist die getunte Version. Ja, wenn man zu schnell reingeht, habe ich da auch ein bisschen Probleme. Aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hat mein Duellpartner Centenario auch so leichte Probleme, wenn es zu schnell in die Kurven reingeht. Oder wie ist das denn? Ja, das stimmt. Bisschen untersteuern. Aber im Maßen. Ich werde auf jeden Fall noch ins Ziel kommen. Ich sehe auf jeden Fall bei 812 den aerodynamischen Vergleich zu meinem Gerät. Ja, bei mir auch. Also ich komme echt gut durch die Kurven. Ja, dass bei dir der Heckflügel hinten halt fehlt, tut nichts zur Sache, ne? Weil einfach durch die Longtail-Version ist ja trotzdem gut Angriffsdruck da. Ja, das reicht vollkommen, denke ich. Ja, es sind halt beides IGT-Fahrzeuge, ne? Also ne, steckt ja am Namen, ja. Oh je. Ah, steht die Bodenwelle am Ende, fuck! Aber. Knapp, okay. Knapp hat's gereicht für dich, glaube ich. Ziel. Oder? Oh nein, von der Treppe. Ja, ja, Nico gibt sich wieder die Stiege. Wir müssen auch heute besonders drauf achten, auf diese 500-Regel. Die gibt's ja auch noch, ne? Wenn zwei Fahrzeuge 500-stel gleich oder nur bis auf 500-stel gleich sind, dann gibt's eine Punkteteilung, das zählt wie unentschieden. Und deswegen, da müssen wir schon drauf achten. Gerade hier hinten, Speedster und E-Type, beide, würde ich schon fast sagen, das ist schon fast eine Punkteteilung, oder? Beides, Du, ganz kurz, an Scrags, war das gerade Absicht oder war Nein. das gerade eine auf Pluto machen? Zu früh eingelenkt, sage ich einfach nur. Gut. Ja, Fahrfehler können natürlich immer passieren bei den Duellen, ne? Also wir versuchen schon immer faire Duellpartner zu finden. Natürlich gibt es immer auch Unterschiede, natürlich passieren auch immer gleiche menschliche Fehlerchen, das kann halt mal passieren. Davon hoffe ich einfach mal abzusehen, aber ich glaube trotzdem, dass wir das ganz, ganz gut hinkriegen heute. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach auf den nächsten Zwischenstand, bevor es dann zum Rundkurs geht. Ja, schau mal an, die Kategorie alle zieht ein bisschen davon, aber es bleibt knapp. Ja, wir sehen auch tatsächlich doch, das ein oder andere Fahrzeug setzt sich ein bisschen ab, aber das hat noch nichts zu sagen, denn wie gesagt, jetzt kommt ja gleich der Rundkurs und da gibt es wieder doppelte Punktzahlen, einmal fürs Endergebnis und einmal für die Rundenzeit. Ich bin mal gespannt, ob wir da jetzt dann das ein oder andere Duell sehen, was dann gleich beide Punkte einheimst oder ob es eine Punkteteilung gibt. Ja, wird spannend sein, ich bin sehr, sehr gespannt. Und man muss sagen, Ferrari und Veneno sind jetzt wieder gleich auf. Also. Ja. Das scheint gar nicht so schlecht zu sein hier gerade. Ja, ich glaube, das wird allgemein ein sehr knappes Duell zwischen den beiden Fahrzeugen werden. Also LaFerrari und Veneno. Bin ja auch zwischen allen. Das einzige Duell, was noch knapper wird, ist E-Type gegen Speedster. Ja, gut, die sind halt fast gleich, ne? Aber die sind ja eigentlich baugleich, wenn man ehrlich ist. Ich muss auch sagen, dass der. Ich muss halt auch sagen, zum Glück hat der LaFerrari, also der PXR LaFerrari, diese PXR-Version, weil sonst wäre es halt echt chancenlos gegen den Centenario. Der ist schon nochmal eine andere Dimension wie jetzt der Veneno. Also
Ich denke, wenn jetzt Andi gegen den Veneno fahren müsste, gegen den Scenario fahren müsste, so, dann hättest du schon Probleme. Da muss ich schon echt hier auf diese Tuning-Mission zurückgreifen. Das hatten wir aber auch gesehen gerade. Ich meine, ich kann ja auch gucken, wo stehe ich im Verhältnis zum Centenario. Ja. Ich hatte echt genau, Probleme, das zu bleiben. Ja, korrekt. Ja, ihr seht, wir fahren mal einen etwas engeren Rundkurs, weil wir werden später im Finale noch etwas schnellere Strecken fahren, damit wir einfach das auch mal mit dabei haben. Wir fahren dafür jetzt aber 7 Runden. Ich würde sagen, wir starten bei 30. 3, 2, 1, los! Ja, guck mal hier, Scenario wieder mit Blitzstart. Ja, Blitzstart, so eine Oberfläche. Start, ey. Ja, der Start. Start nicht echt viel schneller als der. Aber Start ist halt das eine, der Rest das andere. Eine Weisheit, die ich mir immer wieder sage, nach dem Aufstehen. Ja, ja. Oh Gott. Da kommt er mit dem Arsch. Das Problem hat der Veneno halt natürlich nicht, ne? Ja, natürlich, aber dafür hat er ein bisschen Untersteuerung, der Veneno. Bei der Aero? Na. Hat er aber. Ja. Volles Produkt. Ne, ist nicht anders. Wollen wir am nächsten Rennen tauschen? Ja, driften wir da mal ein bisschen. Nö. Und siehst du? Ist nicht anders. Ja, nicht zu vergessen halt natürlich auch die Rundenzeiten werden natürlich auch sehr entscheidend sein. Nicht nur das Endergebnis. Das heißt, wenn man jetzt auch vielleicht einen kleinen Fehler einbaut, ein bisschen abgeschlagen ist, das kann ja passieren. Wie gesagt, menschliche Komponente, ich habe es schon erwähnt, da kann man vielleicht auch nochmal durch eine perfekte Runde dann den Gegner doch nochmal ein bisschen Pünktchen abnehmen. Also eine 27,8 ist drin. Ja, für mich jetzt nicht, aber gut, das ist ja auch ein anderes Duell hier. Also ich finde, die Strecke liegt in 8,12, den kann ich da sehr gut liegen. Ja gut, er heißt ja super fast. Ja, also ich habe ja mal, glaube ich, gehört bei Ferrari, sie wollten ihn eigentlich auch super fast cornering nennen. Also für schnelle Kurvenfahrt. Aber ich glaube, das wäre dann zu lang gewesen. Oh, guck mal, noch führe ich das Rennen. Gleich werde ich überholen das erste Mal. Oh, jetzt habe ich tatsächlich den Checkpoint verpasst. Das ist natürlich ein Fehler, der eigentlich nicht passieren sollte. Das bringt natürlich jetzt den Centenario in eine vorzügliche Ausgangslage. Boah, der 50 GT überholt mich. Wow. Bleib weg, Nico. Ja, war es jetzt gut langsam angeführt. Ich war auch schon fast dran, aber ich habe jetzt leider diesen Fehler eingebaut. Aber, ja, ich schaff's auch noch. War dann hier vorbei, noch ja, vor Ende des Rennens. Mal recht geil gekommen. Kennt man eigentlich nicht so von Andi, aber da merkt man halt, diesmal hat er halt einen starken Gegner. Nicht nur das Fahrzeug, sondern auch der Partner. Ich muss halt mal Heckantrieb fahren. Mach ich nicht so oft. Und ich bin ja, wie wir wissen, echt nur ein knapp durchschnittlicher Fahrer. Außer das ist gerade herausfordernd. Also der Centenario, ne Quatsch, der Veneno hängt mir im Nacken. Noch ein Fahrfehler der Art und dann war's das. Ja, dann würde ich sagen, halt mal die Klappe und konzentriere dich. Das hilft nämlich. Ja, ich muss einfach gerade echt diesen Rückstand hinterherfahren, jetzt nach dem Checkpoint verpassen. Versuche jetzt dann gleich vielleicht noch am I8 vorbeizukommen. Der ist halt auch hier saustark unterwegs. Ah, gerade geschafft. Ihr habt ja gerade noch ein bisschen mehr die Power ausgespielt. Ja, eben. Das ist halt ein Hybrid. Genauso wie der LaFerrari. Aber wir wissen ja, der LaFerrari ist ja eigentlich mehr nicht Hybrid wie Hybrid. Da ist ja der Elektro-Power-Anteil relativ gering im Verhältnis zum Saugmotor. Beim I8 ist das halt eine andere Geschichte. Und das ist halt natürlich schon eine Wucht. Ja. Kann er nicht. Das ist ja von dieser heiligen Hybrid-Dreifaltigkeit da, quasi P1, LaFerrari 918, der einzige der drei, der es ja leider nicht kann. Schade, schade.
Ja, man sieht auch die PXH-Version, ne? Also klar, ich will jetzt nicht Eigenlob oder so machen, aber man sieht schon, so wahnsinnig viel besser als der normale LaFerrari ist es nicht. Wenn ihr guckt, das sind genau 3 Zehntel nur, Unterschied hinten beim Zehntelbereich. Ja, auf so Hundertstel, Tausendstel ist genau exakt gleich. Aber diese 3 Zehntel im Vergleich zum Centenario, die braucht's halt. Und das ist puh für mich. Ich bin noch an den echt nicht rangekommen. Das ist gerade echt erbärmlich. Ja, aber ja, summiert sich halt auf, ne? Du musst halt überlegen, 7 Runden, diese 3 Zehntel, die du zum Beispiel zum Stock-LaFerrari auf den Centenario verlierst, das sind dann halt natürlich so Pi mal Daumen gerechnet mindestens auch 18 Sekunden. Ja? Und deswegen, ja, das wegen alles cool. Und deswegen nochmal Dankeschön immer für euer Feedback. Ich sage immer, Feedback ist wichtig. Wir nehmen das gerade heute sehr ernst. Und deswegen, glaube ich, wird es auch eine spannende Geschichte bleiben. Deswegen würde ich sagen, gucken wir erstmal auf die Tabelle mit dem Endergebnis und am Anschluss dann natürlich gleich auch noch auf die Tabelle mit den Rundenzeiten eingerechnet. Ja, wir sehen eine leichte Führung jetzt für alle. Ich bin mal gespannt, ob alle noch nachziehen können. Wir sehen auch, dass sich dann ja doch das ein oder andere Fahrzeug absetzt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade und überraschend. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt ne, alle und alle im Vergleich sieht, ist es trotzdem noch knapp. Ne? Also 4 Punkte nur Unterschied. Das kann vor allem im Finale, ne, das dürfen wir auch noch nicht vergessen, ganz am Ende, wo es wieder doppelte Punktzahl gibt, da kann das ganz, ganz schnell kippen. Und deswegen würde ich sagen, jetzt gucken wir erstmal, wie es mit den Rundenzeiten ist. Gerade bei 7 Runden, da kann immer mal wieder eine krasse Rundenzeit rausspringen, dass vielleicht jetzt das Endergebnis nicht direkt gleich Rundenzeit ist. Und deswegen gucken wir mal auf die Tabelle mit, ja, mit den Rundenzeiten. Ja, leider diesmal nicht ein Unterschied. Also tatsächlich jeder, der das Duell im Endergebnis für sich entschieden hat, hat auch geschafft, eine schnelle Rundenzeit zu setzen. Kommt nicht immer vor, aber in dem Fall war es jetzt so. Das heißt, jetzt setzt sich alle dann doch ein bisschen ab. Auch eben die einzelnen Duelle. Wir sehen jetzt hier Senna doch ein bisschen dominant. Ist, glaube ich, mit das dominanteste Duell jetzt gerade. Senna gegen Superfast. Also scheinbar die 800 PS und Hinterradantrieb und doch relativ modernes Fahrzeug alleine reicht bis jetzt noch nicht. Lukas, im Superfast siehst du da jetzt noch die Chance? Ich meine, gut, wir haben jetzt ein Rennen gemacht, was er eigentlich für den gesprochen hätte, aber denkst du, dass dann doch eher die Topspeed am Ende vielleicht bei anderen Duellen ihm eher helfen wird? Weiß ich nicht genau. Ist halt durch die starke Aerodynamik auch sehr viel Luftwiderstand, also Topspeed sehe ich noch nicht, wobei Ferrari ja im Spiel eigentlich sehr Topspeed-dominant dargestellt wird. Das stimmt. Wobei man darf diesen 4 Liter V8 Biturbo vom Senna nicht unterschätzen. Ist ja ähnlich wie beim 720 und da wissen wir ja auch, der hat ja auch irgendwie so ab dem 4. Gang nochmal einen Turbo-Knopf. Also in dem her wird es spannend sein. Aber ja, Topspeed ist das richtige Stichwort, denn wir kommen jetzt hier zu den heißen Dreien und die erste Kategorie ist natürlich die Höchstgeschwindigkeit und ich würde sagen, da schauen wir mal drauf, wie das Duell ausgeht. Bleiben wir doch mal hier beim Superfast und beim Senna. Also beide natürlich mit extrem viel Aero ausgestattet. 0,3 km/h, nur Unterschied. Also das ist doch denkbar knapp. Also, es hat sich gelohnt, den Gurney-Flap hinten dann doch mal mit der Feile zu bearbeiten. Mhm. Ja, generell sind die Duelle alle mega knapp. Auch wenn wir F50 GT und F1 GT mal angucken, da sind auch nur 0,6 Unterschied. Ja. Das ist echt krass. Ja, und auch beim Speedster, er ist zwar ein bisschen moderner als der E-Type, aber wenn man da mal auf die Kommastelle achtet, auch nur 0,3 hinten der Unterschied. Ne? Ja, richtig. Also das ist schon ordentlich. Ja, cool. Dann würde ich sagen, verlieren wir da gar nicht so viel Zeit und gucken mal, wie sich das auf dem Gesamtstand auswirkt. Weil alle hat ja hier jetzt gerade 4 geholt und alle nur 2. Ja, und das sehen wir. 19:11 steht es jetzt. Und dadurch holt jetzt der Superfast auch ein bisschen auf. Jetzt haben wir ein anderes Duell, was tatsächlich ein bisschen mehr in die eine Richtung geht. Und zwar der R8 gegen den i8. Wir haben es gerade eben noch gesagt, die i8 eigentlich durch den starken Elektromotor ja eigentlich im Vorteil. Trotzdem hat es noch nicht gereicht, am Ende den R8 zu schlagen. Was ist das Problem, nur 24-Stunden-Racer? Wo siehst du so die Defizite gerade ein bisschen gegen den Quattro vom Audi? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, der i8 hat ja auch Quattro, ist ein super Auto, aber ich sage einfach, da bin ich selbst schuld. Der Mix ist ein super Fahrer und da komme ich noch nicht ganz ran. Das ist kein Quattro.
Ja, ein Allrad, aber es ist ja, also, ist ja egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ah, ja. Ja. Okay. Ja, okay. Dann, ja, versuchen wir mal den Timmix vielleicht ein bisschen nervös zu machen, dass er auch wieder ein paar Fehlerchen einbaut und dann wird es vielleicht klappen. Also ja, habt da uns ein bisschen Nachsicht. Wie gesagt, wir versuchen schon relativ gleich starke Fahrer hinzustellen und Timmix und nur 24-Stunden-Racer hätte ich jetzt schon auf einem Niveau gesehen. Aber ihr kennt es ja, manchmal hat man auch ein bisschen einen schlechteren Tag. So ist es auch bei der Lolol, glaube ich, gerade mit dem Centenario ein bisschen. Eigentlich bist du sogar wahrscheinlich einen Ticken schneller als ich als unterwegs. Ja, also genau, aber das ist irgendwie der Wurm drin. Sonst würde ich auf jeden Fall locker in den Rundkurs mithalten. Ja. Aber... Ja, man hört im Hintergrund, ich glaube, du fährst nur mit einer Hand, mit der anderen spielst du Triangel oder so. Oder ja. Hat man das gerade richtig gehört? So quasi als Herausforderung. Vielleicht das Triangel-Spiel heute vielleicht ein bisschen lassen. Ich weiß, du musst üben, weil du ja im Triangel-Leistungskurs bist, aber ja, würde ich dich jetzt darum bitten, mal das Ganze vielleicht serious anzunehmen. Ich meine, es ist zwar nett, dass du mir die Punkte so ein bisschen dann schenkst, aber ja, egal. Ich würde sagen, wir machen weiter mit den heißen drei. Wer schnell fährt, muss natürlich auch gut bremsen können. Und deswegen schauen wir uns mal das Ergebnis des Bremsweges an. Und guck an. Weltpremiere. Es gibt zum ersten Mal bei einem Duell einen Gleichstand beim Bremsweg. Das hat es noch nie gegeben. Also auch hier wieder da... Ein Dank an die Community. Ja, man sieht mal wieder, das sind Sachen und Faktoren, auf die wir gar nie geachtet hätten. LaFerrari gegen Veneno auf demselben Weg unterwegs. Hat man das auch bei den Duellen so gespürt, dass ihr, wenn, naja, ihr wart ja eh gleich auf, dass ihr so wirklich zum gleichen Zeitpunkt abgebremst habt, gleich in die Kurven rein? Oder sagt ihr so, ja, beim Geradeausbremsen, ja, aber so in die Kurven rein, gibt es dann doch einen Unterschied? Weil ich meine, der eine hat ja Allrad, der andere Hinterradantrieb. Ja, ich bin mir schon sicher, dass die beiden auf einem Niveau bremsen. Das Thema war bloß, ich musste immer ein bisschen früher bremsen, weil mir sonst das Bier aus dem Becherhalter gefallen wäre. Und ja, aber ansonsten glaube ich, sind die da schon jedenfalls auf dem gleichen Niveau. Ja, der Ferrari ist halt ein bisschen aggressiver auf der Hinterachse beim Anbremsen. Ich glaube, da liegt ein bisschen mehr hinten an. Das heißt, theoretisch gesehen muss ich auch ein bisschen früher bremsen. Gut, es ist auch schiefgegangen in dem Rennen einmal, wie wir gesehen haben. Ja, da hast du gedacht, hier ist eine Driftzone, da kann ich mal einen Drift machen. So hat es fast schon ausgesehen, war natürlich nicht der Plan. Hat nicht funktioniert leider. Aber ja, an sich doch. Die sind sehr gleich auf, die Fahrzeuge. Aber ich muss echt gucken, dass ich mich vor dem Allrad da halten kann. Ja, und ich würde auch mal ganz gerne ganz kurz mal weg von dem immer nur den Duellpartnern gehen, weil wir haben ja hier echt die seltene Situation, dass auch viele Duelle quasi wirklich vier gegeneinander fahren können, weil sie einfach so ähnlich sind. Und was mir da jetzt halt direkt schon auffällt, ist halt auch, dass McLaren trotz der vielen Jahre Unterschied zwischen dem F1 und dem Senna, sie schaffen es nach wie vor damals wie heute, eine selbe Bremsleistung anzubringen mit 66,4 Meter von 161 auf 0. Also das ist schon beachtlich, ne? Dass man auch da so die Sache sieht, dass sie damals schon super stark waren und heute das dann halt nach wie vor sind. Deswegen der Senna in dem Fall jetzt sogar auch ein bisschen besser als der Superfast nach wie vor. Also ist schon cool, das zu sehen. Ja gut, dann würde ich sagen, gerade weil wir da jetzt auch mal ein Unentschieden noch mit dabei haben beim Bremsweg, ich glaube, das könnte sich auch sehr, sehr interessant gestalten beim Gesamtstand. Da gucken wir jetzt mal drauf. Ja, und tatsächlich, alle ist in Führung gegen alle und mit 22,5 zu 13,5 Punkte. Und deswegen, das wird, glaube ich, jetzt echt eine spannende Geschichte. Und ja, ich würde sagen, wir wollen die Spannung hochhalten. Deswegen geht es direkt weiter zum letzten Duell der heißen drei. Und das ist natürlich der Preisvergleich. Und da werfen wir jetzt einen Blick drauf. Wow, okay. Jesus Maria. Ja, du hast einen Punkt gemacht. Das ist ja interessant. Ich habe einen Punkt geholt. Ja. Krass, ey. Und das trotz 1,2 Millionen. Aber gut, das sind halt auch Fahrzeuge, die sehr teuer sind. Man sieht halt tatsächlich sogar die PXH-Version, die ist halt ein Like, ein Däumchen nach oben auf das Video. Reicht schon und man kann sich das Tuning entsprechend besorgen vom Tuning-Schmied PXH. Also deswegen, wenn du auch in LaFerrari in der PXH-Edition haben willst, in dieser Evolution-Edition, ja, Däumchen nach oben und Download starten im Spiel. Und dann geht's. Und dadurch ist er halt auch ein bisschen billiger als der Centenario. Knapp. Also so ein Like ist schon für mich persönlich schon auch fast diese 1,7 Millionen wert, aber trotzdem dann doch noch ein bisschen günstiger. Man muss jetzt auch mal sagen, dass es wieder sehr knapp ist, wenn wir die Quersumme nehmen zwischen dem Superfast und dem Sender, ist dann nur 1 Euro Unterschied. Ja. Das stimmt. Das ist krass. Ich als Nicht-Mathe-Spezialist hätte das nicht erkannt, aber da hat er recht, der Andi. Tja. Ich meine, auch zur Klarstellung nochmal,
bei den Rennwagen nochmal auch da unten, dass wir da halt keinen Wert haben. Wir sagen halt generell immer bei so Rennfahrzeugen, da einen Wert zu ermitteln, ist immer schwierig bis eigentlich unmöglich. Ich meine, bei moderneren Rennfahrzeugen, klar, das sind oftmals Kundenfahrzeuge, da gibt es einen Kaufwert und so, aber trotzdem, da sagen wir einfach, das ist halt unbezahlbar, deswegen da ist es eigentlich immer ein Gleichstand. Dadurch wird es aber trotzdem halt auch spannend. Und vor allem hat jetzt alle hier ein bisschen mehr Punkte geholt als alle. Und deswegen dürfte das jetzt im Gesamtstand wie folgt ausschauen. 25 zu 17. Ja, also das könnte jetzt nochmal in die heiße Phase gehen. Wir haben ja noch drei Duelle und eines davon ist das Finale, wo es doppelte Punkte gibt. Das darf man nach wie vor nicht vergessen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das jetzt weiter ausgeht. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's im Text. Jetzt geht's zum Rundkurs bei Regen. So, und damit herzlich willkommen zum Hollywood Park bei Regen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Im Regen kann sich natürlich nochmal einiges ändern. Jetzt wird's für uns beide eng. Gegen die Full-On-Allradfahrzeuge. Das stimmt wohl. Die sind da natürlich im Spezialgebiet jetzt. Auf jeden Fall von vorne können wir jetzt gerade bei Permanent Kurs gut Roadblock-Taktik machen. Ja, genau. Hey Lukas, kommst du zurück? So, ah, fuck! Stehen bleiben. Nein, Lukas ist weggefahren. Nein, Lukas, weg, komm gerade zurück. Ich hoffe nur, dass es schnell zu Ende geht. Das wird ein Wagen für sich mit Wasser. Ja, das stimmt. Das müssen wir bei uns beeilen. So. Vorne werden Einparkkünste gezeigt. Verstehst du? Ja, passt. Dann 35, 3, 2, 1, go! Und komm schon, ja, ich halte gut mit heute. Also, ich hab ja kein echtes Halten. Ja, das hat man ja gerade gesehen. Mein Wagen ist halt. Nein. Ich bin auch froh, dass ich diesen Streckenabschnitt noch nie gefahren bin. Ja, ich auch nicht. Also ganz neu jetzt. Großen Vorteil haben wir jetzt halt, Andi, dass uns höchstwahrscheinlich keiner hinten reinfahren wird, weil wir ja ein Regenlicht haben. Das ist richtig. Demnächst ist die Strecke auch noch nie gefahren. Uiuiui. Ja, ich merke das auch gerade. Was ist das denn? Kann man schon mal auf zwei Reifen fahren. Boah, viel zu spät eingelenkt. Man merkt richtig, dass diese etwas erhöhte Leistung der PXH-Version tatsächlich im Regen jetzt dem Fahrzeug nicht unbedingt hilft, ne? Nee, scheinbar nicht. Masse rutscht und so weiter. Ah, Ray, ich habe mitbekommen, ich habe ja selber von den PXH-Autos auch in der Garage, die Kupplung hängt manchmal. Einfach mal links in die Tür treten. Alles klar, Moment. Danke. Jetzt dürfte das eigentlich auch wieder schneller gehen. Jetzt komm, den kriegst du noch. Ah! Ja, guck mal, hier. Liegt schon gleich besser. Ja. Ah, hier rutscht er wieder raus. Komisch. Hol dich den Chatenario. Muss ich mal versuchen, gegen die rechte Tür noch zu drehen, aber ich komm da fast nicht hin, ey. So lange Arme habe ich nicht. Warte, komm her, ich mach Fenster auf und tritt dagegen. Ja, okay. Aber warte, ich versuch mal, vielleicht klappt's ja, wenn ich da ein bisschen rechts an die Bande klatsche. Ja, oder so. Nicht, vielleicht später. Mal gucken. Will ja nicht so viel Schwung verlieren. Man merkt auch, wie der Senna sich im Regen überhaupt nicht wohl fühlt. In dem Heckflügel sammelt sich so viel Wasser. Das ist alles nur Gewicht. Ja, das ist ja, die sogenannte Aqua-Aero. Die haben halt auch die Ablaufenden vergessen. Ne? Ich finde, das ist nichts drauf. Aqua-Dynamik. Beim F1 sind die Aquadynamik so stark, dass sie dann hinten aus dem Aufzug wieder rauskommen. Weil das ja oben alles reinläuft. Also meine Füße haben natürlich nichts drauf. Beim Rennwagen? Ja. Das ist komisch. Dass sie damals mit Slicks gefahren sind? Ha! Was ist Sache das? Ferrari hat beim 812 wirklich eben auf den Regentuning geachtet. Also, echt super im Regen. Ja, du hast ja auch das Regenlicht. Ja, aber das ist jetzt ausgegangen, weil der Regen hat tatsächlich nachgelassen. Ja, und schon werden wir langsamer. Nein, andersrum.
Und da schaffe ich tatsächlich auch noch den U-Tag einzuholen. Aber knapp. Boah, ja. War knapp, ja. Den kriege ich noch, den Senna. Niemals. Doch. Guck mal an, der normale LaFerrari war sogar schneller diesmal. Also die anderen Bedingungen spielen wohl da ungeahnte Reaktionen. Auch der Veneno war tatsächlich diesmal schneller als der Centenario. Also da dreht sich gerade das Blatt. Interessant. Das heißt, diese mehr Power vom Centenario und vom getunten LaFerrari habt ihr jetzt im Regen. Die konnten die Power nicht wirklich auf den Asphalt bringen. Deswegen manchmal ist weniger mehr. Ja, deswegen, das könnte spannend werden, auch vor allem im Gesamtstand. Na, weil wir ja wissen, der LaFerrari getunt tritt ja für alle an und der LaFerrari ungetunt tritt ja für alle an. Und deswegen könnte sich das eben in der Teamwertung auch entsprechend niederschlagen. Ich würde einfach sagen, wir schauen einfach mal drauf, wie es denn da jetzt aussieht. Ja, jetzt wird es doch schon ein bisschen deutlicher. 29 zu 19, 10 Punkte Vorsprung für alle. Interessant ist jetzt auch das Duell, wo ich tatsächlich drauf sitze, ist das Einzige, was so richtig, richtig dominant ist. Aber der Lololo hat ja schon gesagt, heute ist er nicht so ganz bei der Sache. Mal gucken, ob das sich noch ändert. Das wird vielleicht auch entscheidend sein, denn jetzt haben wir noch den Sprint in der Nacht und dann natürlich das Finale mit doppelten Punktzahl. Also verloren ist definitiv noch nichts. Schwer wird es jetzt trotzdem für alle. Das ist auf jeden Fall sicher. Und zwar im doppelten Sinn sogar für alle. Weil, wie wir wissen, in der Nacht, ne, da kommt es drauf an, wer hat die besseren Scheinwerfer. Da ist der ITER beispielsweise im Nachteil gegenüber dem Eagle ausnahmsweise. Stimmt, weil es halt noch ein bisschen älter ist hier auf der. Ja. Ich weiß nicht, hat er überhaupt schon elektronisch oder ist das immer noch Petrol? Boah, weder noch, das war Elektrik. Also ohne Steuergeräte und ohne Öl, sondern einfach, ja, Elektrik halt so. Ne? On, off einfach, fertig. Genau, an, aus, mehr gab's nicht. Diagnosefunktion, Fehlanzeige. Keine Daten gefunden. Computerauslese, Fehlgeschlagen. Error 404. Computer so, sagt, hey, mit dir. Ich hab voll auf den Veneno geachtet und dachte so, hä, wie fährt er jetzt auf? Ich bin schon verwirrt. Ne, der ist so schwach für dich, du musst gegen den Centenario fahren. Ja, ich weiß, ja, du würdest gerne, aber... Ne, andere Grund, der Centenario ist zu stark eigentlich für Klassiker. 25. Da kommt mal durcheinander heute. 3, 2, 1, 0. Ja, aber wir hatten es auch gerade, Andi und ich, während wir jetzt gerade quasi im Cut waren. Es war schon echt interessant, dass der Serien-LaFerrari doch im Regen so viel besser funktioniert hat. Gerade insbesondere auch auf der Bremse. Also das, da hat man wohl die Schwäche der PXH-Version ein bisschen rausgefunden, dass sie im Regen wohl nicht so ganz will. Das hat mich jetzt auch überrascht. Und Andi auch, glaube ich, dass er so krass mitgehalten hat. Ja, man hat ja gesehen, dass du echt Probleme hattest. Ja, er ganz auf der Bremse immer sehr, sehr slidy gewesen. So. Also da hat der Allrad irgendwie nicht geholfen, warum auch immer. Also beim Aufbeschleunigen klar, aber sonst irgendwie nicht. Also es war kein Flunkern, ich hab schon versucht, hier wirklich das Maximum rauszuholen, weil sonst hätte ich auch selbst bei einem Leistungsschwachen der Lolo-Leute keine Chance gegen diesen Centenario. Da hatte ich jetzt schon wieder die Probleme auf der Bremse. Gerade hatte ich hier nicht, im Regen nicht. Ich glaube, im Regen einfach sind die Bremsen kühler serienmäßig. Und bei dir, weil die einfach so hart angreifen, die Bremsen, sind die viel zu warm beim Anbremsen. Ich meine, das ist ja keine Seltenheit, dass wir bei diesem Duellformat oftmals Fahrzeuge gesehen haben, die im Regen auf einmal richtig gut funktioniert haben. Ja. Also wenn ihr gegen den PXH-Apparat fahrt, einfach auf die Strecke spucken. Ja. Das funktioniert ja nicht mehr. Ja, du bist ein Ferrari, du darfst das. Aua. Du darfst das. Ja. Geh weg, Veneno. Als knappesten Duell ist nach wie vor Eagle gegen Ital. Ja, die sind halt eigentlich gleich, ne? Ja, der eine hat kein Dach. Wie gesagt, also der Eagle, ja gut, der Eagle ist tatsächlich leicht schneller, weil er weniger Gewicht hat. Ja, okay, aber sie haben ja die gleiche Baugruppe, richtig, weil also die gleiche Bodengruppe und von dem her auch, ja, sind sie halt gleich gewichtsverteilt, sind gleich groß. Da trifft das dann schon zu. Leichter Fahrfehler. Oh, scheiß Bodenwelle am Ende. Passt da auf, Leute, ey. Ach, die, oh Scheiße. Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon über den Berg drüber.
Ja, das ist gerade noch sehr, sehr knapp hier zwischen uns. Ja, auf jeden Fall. Ja, man sieht gerade die Prozente, ziemlich im Parallelflug. Auf jeden Fall, der 812 fährt sich auf jeden Fall bei Dunkelheit besser als bei Helligkeit. Ist ja öfters mal so, dass Autos je nach Lichtverhältnis sich besser fahren und schlechter. Gehört der 812 halt auch dazu. Also bei Nacht auf jeden Fall deutlich besser. Ja, man muss halt auch sagen, McLaren hat ja beim Senna wirklich gesagt, sie wollen halt einfach maximale Track-Performance. Und es ist ja eigentlich auch bekannt, dass Licht, große Lichtanlagen eher negativ sind. Man hat es ja gesehen bei Porsche, wo sie diesen 919 Evo gemacht haben, wo sie gesagt haben, so, wenn jetzt das Reglement scheißegal ist und wir alles rausholen können, haben sie einfach mal aufs Licht verzichtet. Und deswegen hat halt natürlich der 812, der mehr so in die Gran Turismo-Schiene geht, auf das lange Reisen und so weiter, wo man halt auch gutes Licht braucht, hier dann seine Vorteile, weil halt beim Senna da halt ein bisschen drauf verzichtet wurde. Er hat ja da diese popligen paar LEDs da vorne. Das ist halt, glaube ich, dann halt sein Nachteil auch so ein bisschen, ne? Ja, ich habe mich auch nur an den Rücklichtern von Andy orientiert. Also gesehen habe ich nicht viel mit dem Senna. Ja, aber Lukas, man muss auch ehrlich sagen, bei dem 812 Superfast ist es also, dass der eine relativ gerade stehende Windschutzscheibe hat und da bricht sich im Dunkeln natürlich das Licht von außen ganz anders und du kannst die Strecke viel besser erkennen. Ich hatte da jetzt schon arge Probleme im Veneno durch die flache Windschutzscheibe. Ja. Ist einfach ein physikalischer Fakt. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch ein letztes Mal vor dem großen Finale auf den Punktestand, bevor es dann die doppelten Punkte gibt. Und dann sehen wir ja schon, wie spannend es denn jetzt doch schlussendlich wird. Ja, das sieht natürlich jetzt kritisch aus. 33 zu 21 Punkte für alle. Mit den doppelten Punktzahlen, glaube ich, wenn ich da jetzt nicht falsch rechne, kann es maximal nur noch ein Unentschieden werden. Also da muss sich jetzt Team alle auf jeden Fall anstrengen, wenn sie das noch retten wollen. Ja, aber man muss tatsächlich sagen, die Duelle sehen zwar an sich relativ eindeutig aus, sage ich mal, aber tatsächlich, wie es eigentlich relativ oft ist, sind die im Rennen selber knapp ausgegangen immer. Das also, stimmt. Da also, der Score könnte andersrum genauso stehen. Gerade wenn man mal so auf die Nachkommastelle achtet, da ist meistens unter eine Sekunde und das ist ja nix, je nachdem, gerade jetzt auch beim Finale ist lange Rennen, ist schon eine Sache. Und da sind wir nun auch beim Titan Clash. Zwei Runden geht's jetzt hier in unserer großen Finalstrecke rund. Ja, wir haben uns jetzt nicht für die kurze Variante entschieden, wegen dem Jaguar E-Type und dem Speedster. Ne? Beim Speedster steckt es ja schon im Namen Speed. Ja, der braucht einfach Auslauf. Ne? Sonst, glaube ich, wäre das Duell jetzt gerade im Finale nicht gerecht bei den beiden. Rauschi hat auch sehr stark gesagt, hey, mein Konkurrent, der soll einfach auch ja, seine Stärke ausspielen können. Oder? War doch so? Ja, richtig. Ja, genau. Oh, da bedanke ich dir nochmal herzlich. Guck mal her, Ray. Hey, da schummelt er schon. Ich mich voll. Oder ein Stadion noch ganz hinten. Da sehe ich so, dich. Alle da? Okay, dann bei 25. 3, 2, 1, Risiko! Darkwing Duck! Boah, der Sender und der 812 sind super gleich gestartet. Da war nichts dazwischen. Ja, Hinterantrieb, 800 PS, relativ neu. Wir kommen wieder zu den Parallelen. So, mal gucken, ob wir hier wieder andere Gripverhältnisse spüren, wie oft schon hier auf der Strecke. Ja, irgendwie kommt es mir schon so vor mit dem E-Type. Muss halt bedenken, wir sind vorhin in der Nacht gefahren und nachts ist es kälter als draußen. Das ist aber schlecht, die geht in die Kurve rum. Den hast du nicht gekriegt. Die Schatten habe ich nicht gerade maximal irgendwie. Wie zum Teufel hast du den gekriegt? Naja, der Kühlergrill geht ja so weit vorne raus. Ja. Aber gerade ist es halt wirklich knapp. Ja, nichts anderes habe ich erwartet. Das ist ehrlich nicht, warum du so überrascht bist. War auf der Rennfahrt genauso. Ja,
Ja. Boah, in den Kurven bin ich wirklich deutlich schneller als der Igel. Aber im Rausbeschleunigen bin ich halt besser. Was man erwähnen sollte beim LaFerrari ist der ausfahrbare Außenspiegel, der mir gerade dazu geholfen hat, den Checkpoint zu bekommen. Ja, der ist halt schon ziemlich weit draußen. Das kann schon ein Vorteil sein, wenn man weiß, wie man das ausnutzt. An dem Checkpoint ist der Igel jetzt aber absolut vorbei. Ja. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie die alten Rennwagen, da der F50 GT und der F1 GT da vorne einmal wegziehen und man ja eigentlich nur noch Staub von denen sieht. Ja. Gerade F1, den sehe ich gar nicht mehr. Zum Ferrari-Partner habe ich noch ein bisschen Kontakt. Der ist schon in Runde 3, glaube ich. Ich bin mit dem F1, ich habe sogar schon... Ja, denk dran, der Checkpoint bei der Haarnadel da ist ein bisschen zu spät gesetzt. Dass er euch dann noch verbremst. Das muss ich mal irgendwann noch ausbessern. Der E-Type hat gerade einen Bergabhang gemacht. Perfekt. Der hat einen Abhang gemacht? Ja, kennst du den nicht? Das ist ein neuer Trick. Ja, genau so. Er kommt ursprünglich aus dem Skaters-Sport. Der 180 Abhang. Einfach mit dem Knie voraus auf die Betonplatte knallen. Den kannte ich auch, den habe ich beherrscht. Da war ich Meister. Ja, das könnte auch noch Meister. Kleiner Fun Fact, by the way, bei Tony Stark's Pro Skater, da habe ich tatsächlich die Motion-Bewegungen dafür gemacht. Echt? Das ist ja cool. Ja. Fehler von mir, verdammt. Ich mache die ganze Zeit Fehler. Ohne meine Fehler, der geht schon direkt neben dir. Ich höre schon das Klingeln vom Centenario von da hinten. Der Veneno will mir echt nicht von der weichen Seite weichen. Ach, dauer. Weiche Seite. Ich traue mich schon auch gar nicht zurückzugucken, weil ich maximale Konzentration nach vorne jetzt richten muss. Also das Duell hier hinten wird echt immer knapper. Ja, das sieht man richtig. Diese Lichtstimmung hier, die gefällt mir gar nicht, ey. Ich bin da grad... Ich sehe nur Schattenspiele. Ganz schwierig. Ja, weil du mit Shadowplay aufnimmst? Wirklich, ja. Andere Lichtverhältnisse hier. Das ist halt die Nvidia Experience, sage ich dann nur. Die man hier erlebt. Ja, bei den Kopf. Boah, ja. Ja, auch zwischen dem R8 und dem I8 ist wieder extrem knapp. Ja, das tut mir eigentlich immer noch am meisten weh. Gerade bei dem Prestige-Duell Audi gegen BMW, dass wir die beiden da echt verpasst haben. Ich meine, ich habe es glaube ich sogar noch in der Folge selber noch erwähnt, ne? Irgendwie, da war noch irgendwas, aber ja, das genau. War nicht mehr genau. Aber ja, da war es dann schon zu spät. Ich glaube, das war aber eher in dem Kontext, weil wir auf den i8 Roadster warten wollten, der ja erst noch reinkam per DLC. Ja, und dann doch festgestellt haben, dass der gar nicht so gut passt, ne? Ja. Aber mit dem Coupé haben wir halt nicht gerechnet. Naja. Ich meine, das wäre natürlich auch nochmal interessant, das Duell, wenn wir so einen R8 Spider oder so reinbekommen würden. Gibt es nicht sogar einen R8 RWD? Ja, da passt er nicht. Das wäre ja unfair. Dann müsstest du ja quasi beim i8 den Elektromotor raushauen und ihn nur mit dem Dreizylinder-Benziner fahren lassen. Nein, ich meine, wo das denn gibt. Ja, ja. Gibt ja auch einen Huracan mit Heckantrieb. Doch, der heißt doch irgendwie. Das war geil. RWS? Nee, den Huracan gibt's auch. Ja, genau, okay. 500 LP 580-2. Ja, okay. Genau. Ja, es gab ja auch mal ein Gerücht, dass sie vom Performante auch eine Version machen wollten, aber es ist halt nur ein Gerücht. Ja, habe ich aber auch tatsächlich von Anfang an gesagt, dass das irgendwie nicht richtig für mich klingt. Ja, vom Facelift gibt es ja auch mittlerweile schon die Hinterrad-Antriebsversion vom Huracan, ne? Ja, genau.
Puh, das war knapp. Ich sollte mit dir eigentlich spielen. Vielleicht bei dem Duell echt kritisch. Ich glaube halt auch bei dir, ich habe mal gehört, ich bin ja kein Experte im Triangel-Business, aber ich habe mal gehört, wenn man zu einseitig, also nur immer mit der einen Hand schlägt und mit der anderen nur hält, dass die Schlaghand halt ganz andere Muskelpartien anspricht wie die Haltehand. Deswegen vielleicht auch mal beidseitig das trainieren oder sowas. Ich glaube, das würde auch dann beim Controller-Handeln vielleicht, ja, vielleicht Vorteil bringen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob das da auch mit reinspielt. Eigentlich trainiere ich damit meine Präzision im Gasfinger. Okay. Aber fällt mir gerade ein, Timo, wolltest du nicht mal Forza mit diesem Dance-Pad oder so spielen? Das soll ja, doch dem okay sein. Balance-Board. Ja, ja. Ah, genau. Das kombiniert ja, mit dem Flugstick ist halt krass, da kannst du ja Aero einstellen. Das könnte ich komplett vergessen, Balance Boss. Ich bin so unbalanciert als. Also ich mein Anteil auf Gas zu geben, ist aber viel höher wie zu bremsen. Das würde nicht gut enden, glaube ich. Wenn ich da versuche, das ausgewogen zu machen, dann gleichzeitig ganze Gas und Bremse, dann habe nee, ich weiß nicht. Schwierige Sache. Aber anderes Thema, wir wollen natürlich jetzt den finalen Stand wissen. Gewinnt alle oder alle? Und deswegen schauen wir jetzt auf den finalen Stand. Und tatsächlich, alle gewinnt mit 41 Punkten am Ende. Also wurde es doch noch ein bisschen dominanter gegen alle. Ja, wir sehen auch hier LaFerrari PXH 11:0. Ja, vielleicht hätten wir auch nicht eine PXH-Version nehmen sollen. Vielleicht war das dann doch ein bisschen too much. Der Gedanke war aber auf jeden Fall richtig, da eine etwas getunte Variante zu sehen. Man hat es auch gesehen, der normale LaFerrari hatte gegen den Centenario nämlich gar keine Schnitte. Also da muss auf jeden Fall Hand angelegt werden. Aber ich glaube, Andi, wir bleiben dabei, dass wir solche Tuning-Experimente wahrscheinlich eher lassen, weil es soll ja eigentlich eher um den Serienvergleich gehen. War interessant auf jeden Fall. Cooler Vorschlag, haben wir mal gerne gemacht. Aber ich glaube, in Zukunft bleiben wir dann doch wieder bei den Seriengeschichten. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendeine Überraschung eigentlich? Ja, im Prinzip ist es dann doch relativ dominant ausgegangen. Aber wie Andi schon gesagt hat, sonst waren die Ergebnisse, an sich waren die ja immer knapp. Halt leider immer sehr einseitig. Ja, was man vielleicht nochmal duell übergreifend sagen kann. Ja, die PXH Edition hat den Centenario kaputt gemacht. Auf der anderen Seite habe ich gegen den keine Chance gehabt. Ich immer ja, vor dem eben, Ziel. Das stimmt wohl. Ja, gut. Was bleibt dann eigentlich noch zu sagen? Ich glaube, ein fettes April! Ja, also ich weiß, wer es jetzt nicht gemerkt hat, bis jetzt, dass das natürlich alles nicht ernst war, aber hey, mal ganz großes Lob an alle. Also ich glaube, alle haben hier gerade ihr Andi-Face aufgelegt, so ernst zu bleiben und so viel Scheiße zu labern und das auch noch irgendwie ernst rüberzubringen. Also großer Respekt. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen sarkastischen, ironischen Humor mag, der kommt heute auf jeden Fall auf seine Kosten. Und all diejenigen, die jetzt erst aufgewacht sind, hallo, erster April. ja, also es soll natürlich nicht irgendwie disrespektierlich sein. Natürlich sollt ihr immer gerne Vorschläge machen. Es kann natürlich wirklich immer passieren, dass Andi oder ich eine andere Sichtweise auf Duelle haben, wo wir sagen, ja okay, da haben wir wirklich nicht dran gedacht. Das wäre wirklich gegangen. Aber ja, wir haben uns jetzt Duelle rausgesucht und es ist wirklich so, jedes Duell, das wir heute gemacht haben, ist in den Kommentaren mal gestanden als Vorschlag, wo Andi und ich einfach nur gesagt haben, sein Ernst jetzt? Und deswegen auch zweimal dieses LaFerrari-Duell, wo ich gesagt habe, ey Leute, das macht keinen Sinn. LaFerrari gegen Veneno, das hatten wir schon mal gemacht in der Vergangenheit. Das hat nie funktioniert. LaFerrari dominiert das einfach komplett weg. Und natürlich ein getunter LaFerrari auch noch gegen Centenario. Ich bitte euch, also das kann doch nicht funktionieren. Warum den LaFerrari tunen? Also, wie gesagt, nicht böse gemeint, aber ja. Und ich glaube auch das Highlight R8 und I8, ich habe es gerade noch so ein bisschen angedeutet. Ich habe in der Folge, glaube ich, 2-3 Mal gesagt bei Audi gegen BMW, dass es keinen Sinn macht. Ich glaube, man sieht es, dass es keinen Sinn macht. Also ja, einfach mal eine kleine Spaßausgabe. Ja, ich hoffe, ihr findet es gut, konntet es mit Humor nehmen. Und ich finde es, wie gesagt, richtig stark, dass hier die komplette Truppe da so durchgezogen hat. Schlussendlich würde ich aber trotzdem sagen, wir machen trotzdem unseren Gefahrensprung am Ende. Das ziehen wir trotzdem jetzt mal noch durch. Und am genau Start das an. Ganze gut ausbringen. Alter. Ich helfe dir, Rauschi. Alter. Pizza. Gib mich an. Ich will nicht den Baum küssen. Rauschi, gib doch Gas. Bring's nicht vor mir. Ich fahr rückwärts.
Da schließe ich mich an. Alter, nein! Ich einfach geflogen bin. Oh, oh. Ja. Route wird neu berechnet. Oh! Boah, ich werde auch richtig weit fliegen. Und Bäume. Gestrüpp. Hui! Au! Ich glaube, jetzt haben wir beide eine blutige Nase. Ja, sehr schön. Ich hoffe, wie gesagt, die Ausgabe hat euch gefallen. Alle Sichten natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Däumchen nach oben. Nicht vergessen, wenn ihr ja, Humor bewiesen habt. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall bei so einer Ausgabe. Mir wurde auch schon vorher gesagt hier in der Gruppe, oh, meinst du, Ray, wenn du sowas machst, da gibt es nicht D-Abos? Und habe ich gesagt, ja, never. Ich glaube, ihr wisst alle, wie es gemeint ist. Und ja, am Wochenende dann wieder, normal Samstag, Sonntag, gibt es dann auch wieder auch lustige Folgen, aber natürlich dann im ernsteren Stile. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Danke an alle, die mitgemacht haben. Danke auch an Andi, der über ja, die letzten anderthalb Jahre fleißig eben eure Vorschläge, eure, ja, ich sag's mal, leicht absurden Vorschläge immer auch mitnotiert habt. Wir haben auch da noch eine viel größere Auswahl gehabt. Wir haben uns jetzt einfach mal auf die beschränkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, also ich weiß nicht warum, aber ja. Aber die geilste Argumentation fand ich eigentlich immer noch Senna gegen 812. Dieses 800 PS Hinterradantrieb, relativ modern. Das wurde so wirklich argumentiert, finde ich immer noch einfach der Hammer. Also, ja, macht vielleicht nicht so viel Sinn. Absolut. Ich. Wobei, wo waren sie relativ ähnlich? Bei der Topspeed waren sie doch relativ ähnlich. Was ich aber sehr komisch finde, dass er Senna so schnell kann. Also das ist auch nicht so, also der müsste ja eigentlich super langsam sein. Nein, ist egal. Ja, vielen Dank, das soll es gewesen sein. Macht's gut und man hört sich. Ciao. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao.